Weiter geht's mit der Legend of Zelda. Ich muss jetzt erstmal zu dem Dungeon laufen, was auch eine ziemliche Weile dauern könnte, weil es ziemlich weit weg ist. Jetzt muss ich hoch. Und weiter hoch. Und weiter hoch. Jetzt eine ganze Weile nach links. Ich versuche mal keine Leben zu verlieren, was natürlich immer eine gute Idee ist. Und verkackt. Warte mal. Okay, bin ich richtig. Jetzt nach links. Ja, lass mich in Ruhe. Und hier müsste es der Eingang sein, aber bevor ich da reingehe, hole ich mir noch ein paar Tränke. Oder halt einen Trank. So, das wird verwirrend. Also der letzte Dungeon ist wirklich sehr kompliziert und schwierig. Bombe, genau. So, los geht's. Ah, direkt die... eine andere Dungeon-Musik. Ich folge mal dem Weg. Zack. Unten bei Schlüssel steht jetzt A. Ah, heißt das, ich habe unendlich viele? Kann sein, nachher, ja, ich wollte. Wie es schon losgeht. Ah, oh, verpisst euch doch, Mann. Okay, da oben kann ich mit der Bombe rein. Naja, falsche Taste. Ihr dummer Opfer. Ja, was ist das denn schon wieder? Ich find's mal erstaunlich, wie schlecht ich bin. Komm, das muss hier hoch, hier kann man es gut killen. Hier oben kann es gut killen. Ich kann nicht hier oben gut killen, komm her. Alter, es dreht jedes Mal um. ja, jetzt geht's hier rein. Komme ich irgendwo komplett anders hin. Zum Glück ist hier bei der Komplettlösung ja wirklich eingezeichnet. nein, ich hasse sie. Ja, ich sag mal, hier ist es ganz einfach, weil ich einfach nur A drücken muss. Zack. Ich habe so einen Turbo-Button direkt, wo es dann die ganze Zeit A spammt. Alter, der ist nicht weggekickt worden. Das war knapp. Ja, A bedeutet anscheinend, ich habe unendlich Schlüssel. Ich brauche wieder eine Bombe, aber erstmal. Zack. Dass ich auch was sehen kann. Ah, fuck. Ich glaube, ich bin gerade meine Bombe gerannt. Jetzt nach unten. Haha. Zack. Also das sieht jetzt komisch aus. Hier soll ich angeblich irgendwie hochlaufen können. Muss ich die erst besiegen dazu? Kannst du mal probieren. Kompass, okay. Was denn? Hier kann ich hochlaufen.
Hä? Was? Ach nein. Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden. Jetzt soll wieder zurück. Ja, ich bin ziemlich dumm. So, ich soll dann hier rein, das ist der Punkt. Naja, nervt nicht. Ich besiegte mal, die sind einfach zu besiegen. Da macht es sogar auch ein bisschen Spaß, Gegner zu besiegen. Solange es die hier sind. Na gut, 5 Rubine ist es mir wert. So, jetzt muss ich da rein, hoch und dann wieder zurück. Richtige Taste suchen und ablegen. Ich habe keine Bomben mehr, fuck. Warum mache ich das gerade? Dumm bin ich. Ich muss mal kurz was checken. Okay, ich glaube, in dem Raum hier könnte es Bomben geben. Fuck, 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 fuck. Fick dieses Spiel. Ohne Spaß. Was soll die Scheiße? Ich werde mal speichern. So, ich bin jetzt hier auf der Overworld. Mir ist aufgefallen, dass ich hier drüben noch nie drin war. Ich kann mal nachgucken, was es ist. Ach, warte, da komme ich überhaupt nicht rüber. Das ist ja der Punkt. Okay, fick dich. Ich verpiss mich wieder. Jetzt muss ich da hochrennen. So, ich bin jetzt wieder in dem Raum, der voll war mit diesen schwarzen Kugeln. Da muss ich irgendwie durchkommen. Boah, lass mich doch in Ruhe, Alter. Ich habe jetzt auch wieder genug Bomben, sieht man ja. Hier hätte es noch Bomben gegeben, aber bevor ich hier irgendwie versucht, die zu besiegen, habe ich sie mir lieber gleich gekauft. Ich habe günstige 20 Rubine. So, das ist schon mal frei. Und schon kann ich reingehen. Ah, hier muss ich die trotzdem besiegen. So, zack, zack, und nochmal. Nochmal, komm. Jetzt. Nein, nein. Diese Paralyse nervt echt. Vor allem, wie ich hier die ganze Zeit gemobbt werde. Machen die Teile eigentlich Schaden, oder? Die machen keinen Schaden, fällt mir gerade auf. Dann sind sie mir, glaube ich, ziemlich egal. So, hier gibt es diesen roten Ring. Ich habe ja schon diesen blauen. Das heißt, ich bin jetzt noch besser. Hab jetzt eine noch bessere Rüstung. Zack. Und mir ist aufgefallen, dass es hier unten noch die Karte gibt. Also wenn ich den besiege, kriege ich die Karte. Anscheinend. Fuck, ich bin auszusehen. Das ist echt nervig. Gut, wo ist es? Ja, ich versuche mal was mit diesem Stab. Ich glaube, der könnte da was bringen.
Vor allem, wenn ich das Spiel zum Lecken bringen will, dann ist er echt gut. Nein, der bringt nichts. Okay, so allein, das ist halt ziemlich unbedrohlich. So, das ist die Karte. Wie man sieht, ich habe nicht sehr viele Räume betreten. Ist aber auch in erster Linie unnötig. Wo gehe ich jetzt hin? Ich muss wieder zurück und dann hoch. So, die Tür hier drüben öffne ich mal, nur weil ich es kann. In dem Raum waren wir ja schon. Ach, das ist sogar das... Ach nein, jetzt bin ich im Auge. Ich gehe mal runter. Das ist bestimmt auch irgendwas. Kann man da was freispringen? Ist mir im Endeffekt aber egal. Warum sind die jetzt respawned? Ach, war ich gerade im Auge? Keine Ahnung. Soll ich die Heilung mal anwenden? Zack. So, die blaue Heilung muss ich mir dann aber für den Bosskampf aufheben. Was für ein Item macht Bomben brauche ich genau? Nein, ich brauche keine Bomben, das ist ein ganz normales Schloss. Lass mich auch wieder einfach gehen. Go to the next room. Soll wahrscheinlich ein Hinweis darauf sein, dass man hier was sprengen kann. Ja, wie immer muss ich zuerst besiegen, bevor ich... Alter, was macht der? Ich wünschte, ich könnte so schnell angreifen. Oder kann ich? Nein. Zack. So, wo führt mich das hin? Komplett an eine andere Stelle. Ich muss jetzt nach links. Warte mal, hier könnte ich vielleicht ein paar Leben bekommen. Und natürlich auch welche verlieren. So, ich gehe mal in die Räume rein, aber weiteres habe ich ja jetzt auch nicht vor. Ah, scheiße. Wenn ich hier oben gerade durchgehe, dann kriege ich noch einen Tipp irgendwie. Und hier unten ist, glaube ich, eine Abkürzung oder so. Naja, ich lasse es einfach. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein.